Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem kleinen Talk. Wobei, ein Talk ist es ja nicht, denn es gibt keinen Dialog, es gibt nur einen Monolog. Deswegen herzlich willkommen zu einem kleinen Monolog betreffend des Premium-Passes oder, wie es Wargaming nennt, Gefechtspass. Der Gefechtspass ist ein Konstrukt, das sich große Spielehersteller ausgedacht haben, um zeitlich begrenzte, aber über die Zeit ausgebaute Kundenbindung zu garantieren. Das bedeutet unterm Strich, wenn man es nicht kompliziert ausdrückt, man bezahlt einen Zehner und hat dann eine gewisse Zeit lang Zeit, sich die im Voraus bezahlten Dinge, die man quasi schon voraus gebucht hat, zu erspielen und das mit weiterer Lebenszeit. Das ist ein gängiges Mittel, um Spielerzahlen hochzuhalten, weil man ja ansonsten das, was man schon gekauft hat, verpassen könnte. Das wird dann meist, unter Anführungszeichen, rabattiert angeboten. Sprich, wenn du es kaufen möchtest, um es sofort zu erhalten, dann kostet es dich keinen Zehner, sondern es kostet dich 50. Und du kannst aber 40 Euro sparen. Es ist jetzt aus der Luft gegriffen, diese Werte hier, aber nur als Beispiel gelten. Du kannst 40 Euro sparen, wenn du die Stück für Stück freispielst, also quasi mit dem Spaß am Spielen, den du eh schon hast, mitbezahlst und so höhere Spielerzahlen, besseres Matchmaking, schnellere Spielsuche für alle anderen mitgarantierst, dann kriegst du es günstiger. Extrem toll, günstiger. Ja, also es ist quasi eine Win-Win-Situation, um entweder Inhalte zugänglich zu machen, die es vorher nicht gab, oder solche wieder ins Spiel zu bringen, die es vorher gab und dann entfernt worden sind, oder einfach schwer zu farmende Ressourcen für Leute, die das sonst nicht können, ins Spiel zu bringen, die dafür bezahlen. Natürlich möchte man ja niemanden ausschließen und deswegen wird Alibi halber ein Gefechtspass für nicht zahlende Kundschaft, also Free-to-Play-Spieler, eingeführt, der auch etwas bietet. Auch im Sinne von auch viel weniger. Die Frage ist natürlich immer, wie viel weniger, und lohnt es sich hier im speziellen Fall, nicht nur im Allgemeinen, für World of Warships Kunden, lohnen unter Anführungszeichen, denn es ist immer eine monetäre weitere Belastung für den einzelnen Spieler und die einzelne Person im Leben, hier etwas mehr zu investieren und anstelle des Free, also des Freipasses, einen Premium-Pass zu holen. Oder, wie Wargaming es auch dann noch gerne weiterführt, nicht nur einen Freipass zu einem Premium-Pass für fast schon akzeptable 2500 Dublonen, nein, es gibt auch noch den Premium-Pass Plus. Darum möchte ich mich hier in diesem kleinen Monolog und dieser kleinen Veranschaulichung mit euch gemeinsam ein kleines bisschen kümmern, so wertefrei wie möglich, um dann am Ende ein Fazit zu finden, das vielleicht dem einen oder anderen gefällt, aber nicht gemacht worden ist, damit es gefällt, sondern einfach als Fazit, selbsterklärend. Nun gut, kommen wir jetzt einmal zur trockenen Materie. Was bekommen wir denn hier von diesen unterschiedlichen Gefechtspässen eigentlich, und lohnt es sich? Dafür habe ich ein trauriges kleines Excel-Sheet, welches ich euch jetzt hier links einblende, wobei ich auch anmerken möchte, ich stelle keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit oder Vollständigkeit. Es kann durchaus sein, dass ich von den 50 Stufen, die hier einzutragen sind, vielleicht eine vergessen oder leicht gemischt habe, aber ich hoffe einmal nicht. Mit dem ersten Drüberschauen hat zumindest alles gepasst. Aber wenn nicht, dann merkt es gerne in den Kommentaren an. Ich glaube, der Fehler wird nicht exzessiv groß sein, sodass er einen großen Unterschied macht. Aber wie ihr hier schon seht, ich habe auf der linken Seite die Reihe eingeteilt in Kapitäns-XP, Free-XP, Credits in Kohle, in Forschungspunkte, in Stil wie Stahl. Dann die Booster grün, blau, rot, die wir aus dem Battle Pass bekommen können. Und dann die unterschiedlichen Container, die da droppen. Das sind die normalen Signale, die gewöhnlichen Boni, die besonderen Boni, die seltenen Boni und die Hafenplätze, die wir bekommen. Und dergleichen habe ich unterteilt in Freipass und in Premium. Und ihr seht schon, wo wir beim Freipass 10.000 Kapitäns-XP bekommen, bekommen wir beim Premium 125.000. Das ist ein Wertsteiger.
Preissteigerung oder eine Steigerung von 12,5-fachen vom Frei zu Premium. FreakSpe 5000 zu 45.000 ist 9-mal mehr. Die Credits fallen kaum ins Gewicht mit den 1,666. Die Kohle mit 15.000 zu 33.000 ist ein Wert von 2,2, das sich bei Forschungspunkten und Stahl auch fortsetzt im gleichen Verhältnis, nur mit einer Null weniger. Also wir haben 1.500 Stahl im freien Pass oder 3.300 im Premium Pass. Also der 2,2-fache Wert. Die Booster bekommt man nur im Premium Pass. Das sind 88 grüne, 60 blaue, rote 12. Dabei ist jetzt nicht genau aufgeschrieben, was für Booster, sondern nur die Farbe. Denn Wargaming verkauft, wenn überhaupt, auch nur die Farben. Und dann ist halt angegeben, was für Booster da drin sind. Die Container, die sind auch noch mit dabei. Da haben wir einmal die mehrere Signale. Container sind 36, die gewöhnlichen Boni sind 55, die besonderen Boni sind 88, die seltenen Boni sind 12, immer Container und eben die Hafenplätze 4 sind identisch bei allen, denn das sind nur Boni oder nur Dinge, die man aus dem Freipass bekommt. Die gewöhnlichen Boni, das sind die grauen, das sind 25 graue Booster oder Boni. Es sind 40 grüne Boni, wenn man sie rauszählt aus den Containern, und 36 blaue aus den seltenen. Das kommt ganz einfach aus den von Wargaming zur Verfügung gestellten Einsicht der Drop-Wahrscheinlichkeiten. Ihr seht schon, das sind die mehreren Signale. Das bedeutet, man bekommt immer 4, aber 16,67% eines davon. Aber es sind halt immer 4, 36 mal 4. Sind dann 144 von diesen Signalen bekommt man. Natürlich bekommt man bei den gewöhnlichen Boni 5 zu jeweils 25%. Welcher ist nicht gewiss, deswegen sind es auch nur 25 graue, aber einer von denen wird immer dabei sein. Dasselbe natürlich auch bei den besonderen Boni. 25% Drop-Chance aus diesem Container, den ihr bekommt, denn dafür bekommt ihr 8. Also sind es 40 insgesamt. Und natürlich auch bei den seltenen sind es verringerte 3, immer zu 25%. Und da müsst ihr auch Glück haben, dass ihr genau die bekommt, die ihr wollt, mit 36 blau. Was ich hier noch nicht mit eingerechnet habe, ist, dass ihr quasi bei Aktivierung der Premium-Pass-Belohnung noch 7.500 Kohle und 5 Millionen Credits bekommt. Das bedeutet, anstelle von 33.000 Kohle sind es dann 40.500 zu 15.000 Kohle und die 5 Millionen Credits werden dann 7,5 Millionen zu 1,5 Millionen, die ihr sofort bekommt. Ich wollte es trennen, weil die anderen müsst ihr euch ja quasi auch erfahren oder erspielen. Aber Moment! Moment, das ist ja noch nicht alles. Ihr könnt euch dann ja mit dem Upgrade des Passes theoretisch auch noch die Möglichkeit gönnen. Und ich kaufe es jetzt einfach mal für euch, obwohl mir das eigentlich gar nicht gefällt. Die, oh nice, ja, seht ihr, das bekommt ihr sofort, den Rest bekommt ihr aber erst später. Theoretisch können wir ja mit der Möglichkeit hier, uns komplett durchzukaufen, die Arbeit sparen und dann noch einmal ein Vermögen an Dublonen ausgeben. Das bedeutet, nicht, wenn ihr keine Zeit habt, könnt ihr noch einmal 30.000 Dublonen investieren, um dann schlussendlich, und da kommen wir auch noch hin, alles, was im Premium Pass enthalten ist, zusätzlich dazu dann noch die Endbelohnungen sofort bekommen. Sonst müsst ihr sie natürlich fahren. Kostet natürlich nochmal 30.000. Denn diese sogenannten Endbelohnungen, das wären noch einmal Black Friday 2022. Das ist einer dieser Container, in denen, zeige ich euch gleich, ein paar Schiffe etc. drin sein können. Oder Container seltene Boni. Dieses Mal das Schiff Tokachi auf Stufe 7. Weiß nicht, ob es das wert ist. Und ein 10er Kapitän. Denn in der Theorie kann in der Black Friday 2022, wie ihr hier seht, auch noch ein Schiff drin sein. Zumindest mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,4% eines der folgenden. Was aber nicht heißt, dass wirklich drin ist, denn 0,4% ist super wenig. Ihr seht schon, meistens wird es ein grauer sein, den ich nicht unbedingt reinpacken wollte. 6.000 Free XP, 20.000 Elite Kapitäns XP oder zu 10% ein Tag Warships Premium Zeit, was relativ unspektakulär ist. Wie schon gesagt, es wird zu über 50% entweder Elite oder freie EP sein. Also erwartet euch bitte nicht zu viel. Was bedeutet denn das unterm Strich? Ist dieser Battle Pass monetär denn überhaupt ein Zugewinn? 2.500 Dublonen bekommt man relativ kostengünstig und relativ ist jetzt eine Aussage meinerseits für 8,10 Euro im gesonderten Paket für, ja, ihr seht sie hier auf dem in der Waffenkammer oder eigentlich ist es im Premium-Laden. Ihr könnt sie natürlich auch einzeln kaufen, dann wird es 8,22 Euro kosten. Sprich, ihr könnt pro Update einen Premium-Pass kaufen, der euch 8,10 Euro kosten würde.
in der vereinfachten Version. Es gibt auch noch die Standard- oder die bessere Version davon für 6.500 Dublonen, die auch 21,38 Euro kosten würde, wenn ihr es genauso kauft. Es gibt natürlich noch die Variante, dass man anstatt 6.500 Dublonen lieber die 7.500 Dublonen nimmt, weil dann hat man einen leichten Ersparnis und die nimmt man immer mit, wären dann 25 Euro pro Monat. Eine Möglichkeit, das Spiel zu unterstützen, wenn ihr möchtet. Wobei schlussendlich die temporären Boni, die ihr dadurch bekommt, dann keine 6,5 mehr kosten, sondern nur noch 6.250, also quasi halb geschenkt. Dafür bekommt ihr plus eine Auftragsreihe pro Woche dazu, Kohle, Stahl und Forschungspunkte plus 5%, wirkt natürlich auch auf das, was ihr aus den Premium-Pass hier bekommt, plus 2% für Dublonen, wenn es denn die Möglichkeit gibt, in diesem Rahmen ein paar zu erfahren. Die Umschulung von Kapitänen kostet nur minus 50% für Dublonen, die Kapitänsfertigkeit zurücksetzen minus 60% und der Ausbau von Verbesserungen ist kostenlos, quasi das, was er eh sein sollte und die meiste Zeit auch ist, wenn es wieder bei irgendwas zu testen gibt. Das ist das, was ihr bekommen könnt. Die Frage ist, lohnt sich der Schmefu hier tatsächlich oder eher weniger? Das ist die alles entscheidende Frage. Wenn wir jetzt noch einmal auf den schnellen Fortschritt gehen und hier quasi, können wir das nicht eingeben? Nein. Und uns noch einmal hier durchklicken, was natürlich absolut enttäuschend oder tragisch ist, dann werdet ihr am Ende sehen, dass wir 125.000 Kapitäns-EP bekommen sollten, 155.000, ja, Entschuldigung, und 55.000 von diesen Free-XP, da sind natürlich andere Belohnungen noch mit drin, was bedeutet, dass wir über 210.000 von Free-XP, weil Elite-XP und Free-XP werden das ja quasi zusammen, weil, sagen wir so, Elite-Kapitäns-EP, wenn man keine hat, werden die Free-XP hergenommen, Free-XP werden aber aus den normalen XP von Schiffen hergenommen, die wir im Verhältnis 1 zu 25 von Dublonen, also mit Dublonen umwandeln können. Das bedeutet, wir sind über 6.800 Dublonen von XP in Free-XP, eigentlich sind es sogar mehr. Aufgrund, ich weiß nicht, warum das so ist, aber vorher war es ein bisschen weniger. Wahrscheinlich ist der Bonus da auch noch mit drin. Das wären dann 8.400 Dublonen, die man dafür ausgeben müsste. Und da wissen wir, kostet wieder über die 24 oder 27 Euro wahrscheinlich. Jetzt grob geschätzt, weil 7.500 Dublonen 24 Euro kosten. Also theoretisch, hättet ihr allein mit diesen beiden Dingen, wenn ihr es umwandeln möchtet von Haus aus, was maßlos überteuert ist, schon das Geld drinnen. Aber das macht ja niemand. Niemand wandelt freie EP oder Elite-Kapitäns-EP um. Das lohnt sich einfach nicht. Das war früher vielleicht einmal so, also komplett obsolet. Die 33.000 Kohle, die ihr hier noch bekommt, die ziemlich genau mit dem übereinstimmen, was ich auch ausgerechnet habe, der Stahl mit 3.300 und die 2,5 Millionen Credits mit den 3.300 FP-Punkten und den zusätzlichen Boni könnten natürlich einen anderen Wert haben. Und das haben sie auch. Wobei grundsätzlich einmal Stahl und Kohle und also Forschungspunkte schwierig sind, monetär umzusetzen, muss man einfach sagen, weil Kohle und Stahl kann man sich meistens nicht kaufen, nur über Umwegen. Und da ist viel Beifang, deswegen möchte ich das auch gar nicht mit reinsetzen. Ich möchte einfach einmal anmerken, dass man hier theoretisch als einziges direkt mit Geld kaufbares Vergleichsmaß einen ökonomischen Boni im großen Paket für 33 Euro hier die Möglichkeit hat, 100 Stück zu kaufen. 100 Stück Bonus-Kreditpunkte, 100 Stück verbrauchbare Bonus, 100 Stück bla 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 bla. Also wir haben grüne und wir haben rote, jeweils 400 und 400, also müssen es 800 Stück sein. Wir bekommen hier gewöhnliche Boni und besondere Boni in Summe, also alles gemeinsam. Grüne bekommen wir raus 128. Graue bekommen wir nur 26 oder 25. Bekommen wir hier natürlich für 33 Euro ein mehr an, also viel mehr. Allerdings auch nur die geringsten Boni, die es gibt. Wir bekommen allerdings noch 60 blaue, die momentan nicht kaufbar sind. Wir bekommen 12 rote, die ich hoffe mal nie kaufbar sein werden, richtig viel Geld. Und dann nochmal 36 blaue aus den Containern. Sprich, wir bekommen nochmal knapp 100 blaue und 12 rote. Die, gut, man könnte sie jetzt immer als doppelt so viel rechnen. Unterm Strich könnte man fast sagen, wir bekommen hier einen Wert, unter Anführungszeichen, ne, ökonomischer Boni von um die 25 Euro aus dem Gefechtspass noch dazu. Plus 4 Hafenstellplätze, die jeweils nochmal, glaube ich, mit 150 Dublonen zu Buche schlagen. Oder sind es 300? Schauen wir gleich nach. Ich glaube mal, niemand kauft mehr Hafenplätze. Das ist, kostet dann ein freier Platz.
Niemand kauft mehr Hafenplätze, dass ich nicht mal mehr weiß, wo man sie kaufen kann, die freien Hafenplätze. Aber früher haben sie 300 gekostet. Ich glaube, Wargaming ist dann rund auf 150. Aber kauft niemand mehr, weil man sie hinterhergeworfen bekommt, also im zweiten Auftrag oder ihrer zweiten Auftragsreihe. Nun, da wir geklärt haben, dass die 2500 Dublonen durchaus in der Möglichkeit sind, gut eingesetzt zu werden, haben wir noch die weiteren Boni, wie das Schiff und den Zehnerkapitän. Das Schiff kann man einpreisen. Und das, obwohl sie momentan nicht in der Waffenkammer ist oder im Premium-Laden, kann man davon ausgehen, dass sie zwischen 8400 und 8800 Dublonen kosten würde. Oder wenn nur für Cash, wie zum Beispiel die Maya für 28,94 €. Wenn man denn die Möglichkeit hat, den Battle Pass, den Premium Pass, den Gefechtspass hier durchzufahren mit den 50 Stufen. Und dafür muss man die Passpunkte verdienen, welche man dann schlussendlich wieder über die Kampfaufträge verdient, die, ja, wie alle anderen, halt auch hier aufgelistet sind. Und deshalb kommen wir nun zum schlussendlichen Fazit. Ihr seht, Wargaming hat quasi etwas genommen, was schon bekannt ist. Sie haben die Kampfaufträge genommen und haben die Kampfaufträge belassen. Sie haben eine weitere Belohnung für Kampfaufträge geschaffen, nämlich Marken. Ach, Entschuldigung, hier. Diese Abschlussbelohnungen der Passpunkte. Dadurch haben sie dann einen Battle Pass geschürt, wofür man die zum Fortschritt benötigt. Also eine weitere Instanz zur Verschleierung der Arbeit, die wir da reinstecken, muss man einfach sagen. Und eine Möglichkeit, um weiter zu monetarisieren. In erster Linie ist dem ja quasi nichts entgegenzusetzen. Eine Firma, das sieht jeder ein, glaube ich, die Content zur Verfügung stellt in einem Free-to-Play-Spiel, das theoretisch frei zugänglich ist, hat oder braucht die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, um laufende Kosten und schon vorangegangene Leistungen zu bezahlen oder sich zu refinanzieren. Das ist ganz, ganz klar. Die Art und Weise, wie es gemacht wird, das ist das, worauf es ankommt. Momentan sehen wir, dass wir die Möglichkeit haben, doch recht zu einem moderaten Preis relativ gute Erzeugnisse, die natürlich digitale Güter sind und dementsprechend gut skalierbar sind, zu erwerben, die wir sonst in teurer bekommen müssten, allerdings mit dem Vorteil, dass wir sie sofort erhalten und sie nicht erspielen müssen. Da Wargaming natürlich einsieht, dass wenn man schon einmal etwas bezahlt hat und dann aus Krankheitsgründen, Urlaubsgründen oder sonstigen Versäumnissen nicht die Möglichkeit hatte, diese Güter zu erspielen und es dann noch die Möglichkeit bietet, dass wir mehr bezahlen, um das zu bekommen, was wir eigentlich schon bezahlt haben, aber nicht geschafft haben, es uns zu erspielen mit Leistung. Das ist natürlich sehr praktikabel und ein kleines bisschen perfide. Was mich aber dabei am ehesten stört oder am meisten stört, ist die Aufteilung der Spieler in Bezahlspieler und Nicht-Bezahlspieler. Es wird für euch wahrscheinlich jetzt nicht diesen großen Unterschied machen und ihr werdet auch denken, ja gut, das ist ja kein Problem. Dafür bezahlt man ja, dass man einen Vorteil hat. Es geht aber eher um die Aufteilung im verlängerten Sinne. Bedeutet unterm Strich, jetzt ist es nicht schlimm. Nach 2 Gefechtspässen ist es auch nicht schlimm. Nach 5 wird es ein bisschen schlimmer. Nach 10 ist es dann schlimm. Und nach 30, das sind 30 Patches, das sind 3 Jahre, nicht ganz, ist es dann vielleicht sehr schlimm. Warum? Weil Wargaming uns natürlich die Möglichkeit hier an die Hand gibt, Content zu erreichen, nur über Bezahlen, der ansonsten nicht möglich wäre. Wir machen 3300 Stahl pro Gefechtspass, wenn wir es uns erfahren, für Geld. Das sind nach 10 Monaten ist ein zusätzliches Stahlschiff. Genauso ähnlich ist es dann auch bei Kohle. Und prinzipiell ist auch das erstmal nichts Schlimmes, denn das ist der Lauf der Dinge, dass Spieler, die neu hinzukommen, die Möglichkeiten der Spieler, die schon lange mit dabei sind, nicht haben. Allerdings vergrößert das die Schere zwischen alt und neu und es vergrößert aber auch die Schere zwischen bezahlt und unbezahlt und das in einem beschleunigten Maße, das sonst nicht stattfinden würde. Allerdings muss ich sagen, ich bin noch relativ positiv überrascht, dass dennoch einiges abfällt für Free-to-Play-Spieler, was, naja, einfach als Beifang dient. Solange dieser Content oder diese Möglichkeit des Erspielens, dieses Mehr, nicht irgendwo anders jetzt reduziert wird und das in kleinen Maße und es uns auffällt und wie wir wissen, sind Free-to-Play-Spiele und auch Wargaming nicht gerade ungeschickt dabei, zuerst so zu tun, als gäbe es keinen Einschnitt, um dann im zweiten Schritt zu sagen, okay, ohne es zu kommunizieren, man verringert einfach die Kampfaufträge, die es sonst gab, man verringert die täglichen Aufträge etc. Das fließt dann alles in den Premium Pass mit rein. Vielleicht zuerst noch ein bisschen in den Gefechtspass frei, aber dann in den Premium Pass. Und vielleicht gibt es dann noch eine Stufe weiter für den Premium Pass. Es geht immer um die aggressivere Monetarisierung. Gut.
Das ist quasi mein Fazit dazu. Meine persönliche Meinung ist, momentan ist der Premium Pass für mich noch moderat. Ja, ich weiß, er ist gesellschaftlich akzeptiert, weil viele Spiele das auch haben. Aber es kommt in eine Richtung, die wir jetzt auch zum Beispiel bei Overwatch 2 sehen, wo es Möglichkeiten gibt, sie so aggressiv zu monetarisieren, dass es fast die Pflicht wird, so etwas zu kaufen, um kompetitiv mithalten zu können, was hier bei World of Warships noch nicht der Fall ist. Aber theoretisch irgendwann der Fall sein könnte, wenn man denn dieses Spiel als kompetitives Spiel sieht. Ja, Spieler gegen Spieler ist immer kompetitiv, aber hier in den Zufallsgefechten, man sieht es ja immer wieder, ist von einer Qualität die Rede, mit der ich mich hüten würde, von qualitativ hochwertig zu sprechen. Und daher immer ein bisschen schwierig mit kompetitiv. Klangefechte ist wieder etwas anderes und da kommt es darauf an, was Wargaming dazu lässt. Ja, es ist eine lange und schwierige Geschichte. Was ich mich jetzt frage, da wo ihr einen kleinen Einblick bekommen habt, ich hoffe, ich habe nicht zu viele Fehler hier reingehauen, was der Premium Pass euch bietet, ob ihr für die 2500 Dublonen das Angebot wahrnehmt, um das Füllhorn voll auszuschöpfen, oder ob ihr euch sagt, gut, wisst ihr was, ich mache es jetzt eher mal ganz normal, ich werde den Freipass freispielen und schauen, wie weit ich im Monat komme, um zu sehen, ob ich ihn komplett durchspiele und somit dann immer noch die Möglichkeit habe, den Premium Pass zu kaufen und vielleicht in den fortlaufenden Monaten es in Erwägung ziehe. Denn was nützen mir 2500 Dublonen, wenn ich ihn nicht schaffe? Dann muss ich noch mehr investieren, um die Lücke zu füllen. Denn jeder will am Ende das Schiff oder auch die anderen Container und den Kapitän. Einfach nur, weil es nicht unbedingt ein Mehrwert, also man ihn nicht unbedingt haben muss, um die 2,5 Dublonen mit reinzuholen, aber man ihn ja quasi schon in Anführungszeichen bezahlt hat. Nur halt nur mit Geld und nicht vollumfänglich mit Spielzahlen. Ich bin interessiert. Was haltet ihr generell von diesen Monologen, von diesen Einblicken, meinen Gedanken? Wäre auch mal interessant. Wir lesen uns dann bald wieder in den Kommentaren und übrigens, ich bin wieder zurück. Weiß nicht, ob es diese Woche schon einen Stream gibt, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, aber mit Sicherheit nächste Woche. Ciao!